Contest 2010. Und hier ist eure Moderatorin, Kathi Bellowitsch. Hallo! Herzlich willkommen beim Kitty Contest 2010. Grüß dich! Hi! Na, ihr habt uns schon ordentlich eingeheizt. Wow! Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ihr hier im Studio, zu Hause an den Bildschirmen und Gratulation an euch 10. Diese 10 Finalisten haben es geschafft. Sie haben sich gegen 2000 Bewerber durchgesetzt. Und dafür gibt es einmal einen ordentlichen Applaus. Laurin, ganz ehrlich, wie geht's dir jetzt im Moment? Ich bin überhaupt nicht nervös eigentlich, weil... Nicht weil, nervös? Wenn ihr auf der Bühne stehst, ist die Aufregung weg eigentlich. Bei der Asia schaut es ein bisschen anders aus, glaube ich. Du hast heute Nacht nicht viel geschlafen. Nein, ich war so aufgeregt und so. Wie geht's dem Rest, Dominik? Ja, geht eigentlich noch dabei. Und ja, aber es wird sicher noch kommen. Das kommt ganz bestimmt. Ich würde mal sagen, nehmt Platz, genießt die Show. Wir freuen uns auf eure Auftritte. Nehmt Platz in der Kitty Lounge. Unsere 10 Finalisten 2010. Worum geht es denn heute überhaupt? 10 Pop-Hits mit 9 deutschen Texten stehen auf dem Programm, interpretiert von unseren 10 Künstlern aus Österreich und Deutschland. Und diese 10 Hits gibt es übrigens schon seit gestern auf dieser CD, die Kitty Contest Volume 16, gibt es überall, wo es Musik gibt. Ja, das ist eine feine Sache. Aber jetzt stellt sich mal die Frage aller Fragen, wer gewinnt den Kitty Contest 2010? Und ihr wisst ja, ihr habt die Macht. Ihr entscheidet es zu Hause mit euren Anrufen. Wie das genau funktioniert, das erzähle ich euch ein bisschen später. Eins ist mal ganz wichtig. Merkt euch auf jeden Fall die Startnummer von eurem Favoriten oder von eurer Favoritin. Denn die ist ganz wichtig später dann fürs Voting. Aber ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Wir wollen auf der Bühne ein ordentliches Feuerwerk sehen. Im Studio sind alle bereit, die Finalisten. Seid ihr bereit? Ja? Bitte schön, dann freut euch mit mir auf unsere erste Kandidatin. Es ist die 12-jährige Selina. Ich bin die Selina Bordisch, ich bin 12 Jahre alt und ich komme aus Wien. Ich singe Party im Meer von Kesha und bei ihr heißt es aber TikTok. Unter Wasser gibt Spaß. Also die Lena Meyer-Landrut finde ich total toll, weil also ich finde ihren Stil, auch wie sie Englisch spricht, total lustig und dass sie dann einfach noch sie selbst geblieben ist und das finde ich total cool. Ich habe ein Kaninchen und das heißt Sunny und das ist jetzt 5 Jahre alt. Das ist eine Schildkröte. Wenn ich irgendwo hinfahre, ist sie immer mit dabei. Sie bringt mir schon viel Glück, das hoffe ich zumindest. Natürlich ist es aufregend, aber einfach, ich finde, also wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann ist die Aufregung einfach weg. Ich würde mich einfach total riesig freuen, weil es ist ein großer Traum von mir. Überhaupt schon dabei zu sein, finde ich total cool. Und wenn sie auch noch jetzt nur für mich anrufen würden, das würde ich echt toll finden. Bei Kesha hieß der Song TikTok und war in Österreich, Deutschland und der Schweiz eine Nummer 1 in den Charts. Unsere erste Kandidatin lädt euch jetzt alle ein zu einer Party ins Meer. Hier ist Selina mit Startnummer 01. Gab's beim Baden eine Panne. Ich bin da einfach eingenickt in unserer Badewanne. Auf einmal stand ich im Sand auf dem Boden im Meer. Ein Fisch, der meinte, dass ich eingeladen wär. Da waren sie alle vom Kabel, jau, jau, bis zum Meer, Jungfrau. Unter Wasser war Schau, Schau. Ich sah die Robben am Riff den ganzen Abend lang Moonwalk tanzen. Keiner ging in dieser Nacht Schlaf. Kommt her, bitte sehr, heute ist Party unter Meer. Echt krass, alle nass, unter Wasser gibt Spaß. Seht her, immer mehr, machen Party im Meer, yeah. Oh, 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 oh. Jeder Nacht mit den Flossen.
der Korallenbar, da wird manche Freundschaft geschlossen. Nemo sagt, ey, give me five und hat Moby Dick auf die Flossen. Die Quallen singen deinem Chor zu dritt, trägt die Moränen grölen mit, shaken zu dem Beat, Beat unter Wasser. Kommt her, bitte sehr, heute ist Party unter Meer. Echt krass, alle nass, unter Wasser gibt Spaß. Seht her, immer mehr, machen Party im Meer, yeah. Oh, 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 oh. Kommt her, bitte sehr, heute ist Party unter Meer. Da klatscht jeder Nacht mit den Flossen im Tag. Seht her, immer mehr, machen Party im Meer, yeah. Oh, 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 oh. Ein jeder Fisch ist gut gelaunt, denn hier wird heute Abend keiner vom Koch frittiert und filetiert und dann serviert. Denn im Meer, da kommt Fisch nie auf den Tisch. Kommt her, bitte sehr, heute ist Party unter Meer. Da wird abgerockt, jeder Fischer geschockt. Hört her, kommt noch mehr zu der Party im Meer, yeah. Oh, 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 Selina, unsere erste Kandidatin. Ganz toll gemacht. Super. Bist du zufrieden? Ja. Wie ist denn das jetzt, als Erste dran zu kommen? Die Anspannung ist jetzt weg, oder? Ist erstmal weg, ja. Geht gut? Schon. Ja. Wie oft hast du den Lied circa geübt? Geprobt? Sehr oft, also das kann ich wirklich gar nicht sagen. Mama und Papa können das Lied auch auswendig. Ja, auf jeden Fall. Wo sind die denn? Wo sind Mama Dort. Und Papa? Da, hat sie gut gemacht, gell? Ja, hat sie sehr gut gemacht. Und nicht nur deine Eltern und deine Fans drücken die Daumen. Es gibt auch noch was Kleines, Weißes, Weiches, das gern Grünzeug hat. Ja, mein Kaninchen Sunny. Sunny, warum heißt er Sunny? Ja, für mich ist sie einfach wie ein Sonnenschein. So wie du. Danke. Unsere Selina mit Startnummer 01. Dein Applaus, Dankeschön. Kitty Contest Finalistin kommt aus Oberösterreich. Sie liebt Selina Gomez, Gemüseleibchen und Sprünge vom 5-Meter-Brett. Jetzt landet sie hier bei uns. Die 13-jährige Tamara. Hallo, ich bin die Tamara Badegruber, bin 13 Jahre alt und ich singe das Lied Eiszeit im Original All the Right Moves von One Republic. Ich hab genug von dir, in mir alles erfroren, im Herzen nur Eiszeit. Was willst du noch von mir? Also am Anfang war ich schon voll aufgeregt und da habe ich mir gedacht, ich mag da nicht rein. Und auch aufgeregt, gell? Ja. Ja. Und dann, wie ich drinnen war, hat es mir eigentlich viel getaugt und es ist nie fad, es ist immer aufregend. Also ich mach vom 5-Meter-Turm einen Rückwärtssalto. Ich mag spannende Sachen viel gern. Da waren wir in der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Ja, das war voll der schöne Urlaub, weil da war voll der schöne weiße Strand. Hier ist eigentlich ein typisches Foto von mir, weil ich mich immer irgendwo aufhänge oder so. Weil ich einfach riesigen Spaß an der Musik habe und weil ich das die Leute auch sagen möchte. Und deswegen sollen sie mich melden. Jetzt wird's gerechnet. Und zwar mit falschen Freunden und mit einem Hit von One Republic. Zieht euch warm an, jetzt wird es frostig. Tamara mit Eiszeit und Startnummer 02. Am Handy deine Nummer stehen sehe. Du bist abgeschrieben und für mich unsichtbar. Mach dich dünn und komm nicht in meine Nähe. Du hast mich bloßgestellt, einfach unbezählt, was Geheimnisse zwischen uns war. Dabei hab ich dir vertraut, jetzt hab ich dir
dich durchschaut. Die Erklärungen, die kannst du dir sparen. Hör zu, zwischen uns da, ich sag sofort, ich sag, ich hab genug von dir. In mir alles herum, im Herzen nur, ich sag, was willst du noch von mir? Das hat richtig weh getan, glaub nur nicht, ich kann das vergessen. Zeig, dass du das checkst, ich kann sowas nicht verstehen. Tschüss, auf Wiedersehen, bleib doch einfach, roter Pfeffer weg. Meine Tagebücher hab ich dir geliehen. Erzählen, wen ich heimlich verknallt bin. Hast du denn nicht geschnallt, worum es geht? Was in einer Freundschaft zählt? Weil du eine Plaudertasche bist, die ein Freundin nett voll in den Rücken fällt. Man auch nicht ewig Bock, das ja wohl an jeder weiß. Wenn man eine Freundin braucht und an jeder Zone verraucht, gehen wir heute auf ein Eis. Zwischen uns da, ich darf sofort Eis sein. Mit Kirsch und Heidelbeer, noch mehr Schoko und Zimt, Zitrone, Melone. Da streitet keiner mehr, doch komm, seh ich dich, hey, ist mein Becher leer. Hey, was soll das? Zeig, dass du das checkst. Startnummer 02 und Eiszeit. Schau, dein Glücksbringer. Dein Glücksbringer ist da, glaube ich, hoffentlich. Ach, das gehört dir, das nimmst du wieder mit. Tamara, gibt es bei dir eigentlich mit einer Freundin oder einem Freund im Moment Eiszeit? Eigentlich nicht. Nicht. Die stehen alle hinter dir und halten dir fest die Daumen. Wie war denn das, als du erfahren hast, dass du beim Kitty dabei bist? Also ich habe ein paar Anrufe in Abwesenheit gehabt und eine Mailbox-Nachricht. Und da hat eine Frau gesagt, ich soll zurückrufen, weil es geht um einen Kitty-Contest. Und meine Mama hat dann zurückgerufen und ich habe mich dann voll gefreut. Das kann ich mir vorstellen, ein lauter Schrei. Ja. Selena Gomez, dein absolutes Idol. Das ist in Amerika wirklich ein Teenie-Idol. Was hat sie oder was kann sie? Warum ist sie so besonders für dich? Also ich finde einfach, sie hat für die super tolle Ausstrahlung. Sie ist eine gute Sängerin und sie ist auch Schauspielerin. Und ich finde, sie hat einfach alles in sich und das macht einen Star aus. Könntest du dir Schauspielerei auch vorstellen? Eigentlich schon. Die junge Dame hat konkrete Pläne. Tamara mit Startnummer 02. Gut gemacht. Kernöl und Schwarzenegger, das waren bis jetzt die Exportschlager aus der Steiermark. Aber jetzt kommt noch einer dazu. Laurin. Frisch, saftig, steirisch. Hier ist der 11-jährige Laurin. Ich bin der Laurin, bin 11 Jahre alt und komme aus Weiz. Ich singe Hokus Pokus und im Original heißt es Hazel Sisters von Train. Zirkus, nie mehr Spukalarm am Programm. Das Pferd heißt Sigra. Dann haben wir das Huhn, das ist der Monk. Ja, weil es gibt so eine Serie, eben Monk heißt der. Und der findet immer so viele Sachen am Tatort. Und der Monk findet immer so viele Regenwürmer. Entweder ich spiele in einer Band Schlagzeug und am besten die Singer. Oder eher so als Solosänger wäre, so der Michael Jackson. Sag einmal, was ist denn da los? Speaking words of wisdom, let it be. Voll cool. In der Schule haben wir es alle bei Goethe und seinem Zauberlehrling gelernt. Hexen ist gar nicht so einfach. Laurin kann ein Lied dazu singen und das tut er auch. Hey Soul Sister wird bei ihm zu Hokus Pokus. Hier ist Laurin mit Startnummer 03.
ich klickte drauf. Auf einmal stieg mein Bett bis zu der Decke auf. Die Kissen und die Pflanzen fingen plötzlich an zu tanzen. Ganz schön im Griff gehabt, muss ich sagen. Ja. Ja, hast gut gemacht. Bist zufrieden, danke. Gell? Ja, auf jeden Fall. Sag mal, wenn du ein bisschen zaubern könntest, was würdest du denn her- oder wegzaubern? Ja, einen Weltfrieden würde ich zaubern und dass kein Mensch hungert und Durst und so. Schade, dass du nicht zaubern kannst, Laurin. Schade. Sag mal, wir zwei haben ja was gemeinsam. Wir kommen beide aus der Steiermark und wir haben denselben Musikgeschmack. Er überstrahlt sie alle. Unser Michael Jackson. Ein bisschen was haben wir ja schon sehen dürfen. Wollen wir noch mal sehen, was er so kann? Was mit dem Michael Jackson zu tun hat? Zeigst du uns was? Sicher. Okay, Laurin, bitteschön, leg los. Woo! Und das mit offenem Schuhband. Unser steirischer King of Pop, Laurin, mit der Startnummer 03. Dankeschön. Wer im Rampenlicht stehen möchte, der muss natürlich auch immer top gestylt sein. Das gilt für Lady Gaga genauso wie hier bei uns beim Kitty Contest. Und ich sehe gerade, unsere nächste Kandidatin mit der Startnummer 04 wird gerade noch schöner gemacht. Also lang, Monika, kann das nicht mehr dauern bei der Jessica, gell? In der Zwischenzeit lernen wir die 12-jährige Jessica ein bisschen näher kennen. Ich bin die Jessica Breit, bin 12 Jahre alt und komme aus St. Andreas in Lavantal. Und ich singe ein blauer Ball von Old City Fireflies. Der trug den Namen Erde. Ja, also ich habe halt gehofft, dass ich ins Finale komme. Ja, es war voll cool, aber ein bisschen Lampenfieber habe ich schon gehabt. Meine beste Freundin ist Jasmin Thunhauser und sie hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich singe. Ich vertraue ihr und sie vertraut mir. Die Miley Cyrus ist eine tolle Sängerin und ja, also mir gefällt sie halt. Ich finde sie cool. Es geht nach dem Geschmack. Also, wenn mir jetzt einer gut findet, der ruft natürlich für mich an, glaube ich. Denke ich mir heute mal. Fire,
Fireflies war einer der ganz, ganz großen Hits in diesem Sommer. Unsere Jessica macht sich dazu ihre eigenen Gedanken über die Welt und was die kleinen grünen Männchen da draußen wohl denken, wenn sie uns so zusehen. Hier ist Jessica mit der Startnummer 04. Auf einem Planet im All erzählte ein Alien mal den Kids Geschichten vom Weltenraum. Er zeigte zum Himmel hoch, sagte, früher war da noch so ein Ding mit Menschen drauf und kein schwarzes Loch. Ein blauer Ball im Sternenmeer, der trug den Namen Erde. So schön wie er war kein anderer, sein Licht war wie Magie, erloschen in der Sternengalaxie. Die Müll ins Meer und fischten den Ozean leer. Am Ende bestand die Luft aus Gift. Die Sonne wie Feuer heiß, verschwunden das Gletschereis. Dafür bezahlten sie einen hohen Preis. Ein blauer Ball im Sternenmeer, der trug den Namen. Die Alien-Kinder waren schockiert. Was hat man da gemacht? Hat kein Mensch die Erde mehr repariert. Was hat man sich so gedacht? Sie flogen durch Raum und Zeit, das Tor der Vergangenheit, und sahen sich den blauen Planeten noch einmal an. Ein blauer Ball im Sternenmeer, der trägt den Namen. Denn bald ist es zu spät, weil dann dem blauen Ball die Luft ausgeht. Jessica mit ein blauer Ball auf unserer Showbühne. Gut gemacht. Du schaust auch erleichtert aus. Ja. Fehlerfrei, alles toll. Sag mal, wie sieht's denn aus mit den Außerirdischen? Glaubst du eigentlich an UFOs und Außerirdische? Also, irgendwo gibt es sicher da oben im Wald auch noch ein Leben, glaube ich. Oh, sicher halt. Bist du nicht, gell? Naja, so halbe. Wenn du ein UFO hättest, ich weiß, wer auf jeden Fall drin Platz nehmen darf. Die Jasmin Thunhauser. Die Jasmin. Wir haben ja schon vorhin einiges von der Jasmin gehört. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Jasmin? Da ist die Jasmin. Und einen Applaus kriegt die Jasmin, weil ohne sie hätten wir die Jessica jetzt nicht auf der Bühne. Habe ich recht? Wie war das da? Die Jasmin hat dich angemeldet, oder? Also, die Jasmin hat bei einem Wettbewerb mitgemacht. Mhm. Und da habe ich auch mitgemacht. Also, weil sie mich dazu also überredet hat. Aha. Und dann bin ich ins Finale gekommen. Und ja, dann habe ich halt entdeckt, dass ich gerne auf der Bühne stehe. Und seitdem singe ich jetzt. Seitdem stehst du auf der Bühne und singst. Und das freut uns sehr. Jessica mit der Startnummer 04. Dankeschön. St. André im Lavantal geht's jetzt ab nach Berlin. Mit einem Hit von Melanie Fiona geht sie ins Rennen, die 12-jährige Paulina. Also ich bin die Paulina Veretti, ich bin 12 Jahre alt und bin aus Berlin. Ich singe beim Kiddie Contest den Titel Tussi. Also das Original von Tussi ist von Melanie Fiona und es heißt Monday Morning. My heart is gonna bleed.
das Leben als Obertussi. Gebar das Make-up und Bussi, Bussi. Im Tonstudio hat es Spaß gemacht, der Klang war echt super, das klang wie verzaubert. Ich bin ein großer Fan von Christina Aguilera, denn sie hat eine super Stimme und ich möchte auch mal so singen wie sie. Saxophon lerne ich schon 2 Jahre, glaube ich. Und das macht mir auch doll Spaß. Soll ich euch was vorspielen? Was ist eigentlich eine Tussi, Laura? Was ist ein Tussi? Ein hochnäsiges Mädchen, aha, das sich für alles zu gut ist. So siehst du das? Aha. Okay, wie sieht das der Dominik? Naja, eigentlich ist das eigentlich hier genau das, was sie gesagt hat. Und ja? Seid ihr euch da einig? Sie ist ein eingebildet. Eingebildet ist die Tussi. Genau. Ja. Na, schauen wir mal. Ich würde sagen, die Paulina, die kann ein Lied davon singen. Und zwar singt sie Monday Morning. Bei ihr heißt es Tussi. Und wir wissen gleich, was eine Tussi ist. Hier ist Paulina mit Startnummer 05. Tussi, hast du gut gemacht, Paulina. Du hast deinen Auftritt wirklich ganz toll gemacht. Sag mal, komm ein bisschen zu mir nach vorne. War das jetzt dein erster großer Auftritt oder hast du schon so große Auftritte hinter dir? Also mit so vielen Leuten, auch vor dem Fernseher, glaube ich nicht, aber schon mit vielen. So, kennst du das, auf der Bühne zu stehen? Ja. Ja, du spielst ja auch Saxophon, wir haben ja schon ein bisschen was hören dürfen. Sind bei dir in der Familie alle so musikalisch? Also eigentlich nur mein Bruder, denn der ist DJ. Der ist DJ, der ist wahrscheinlich sehr cool, oder? Ja. Hallo Bruder, du wirst dich noch freuen, denn wir haben heute wirklich coole Stargäste. Ein bisschen später. Jetzt gibt's mal einen Applaus für deine Schwester, Paulina mit der Startnummer 05. Dankeschön.
Lieben, das geht wirklich schnell. Halbzeit. 5 Künstler haben wir schon genießen dürfen. Auf 5 weitere dürfen wir uns noch freuen. Beim Kitty Contest ein echter Traum in Erfüllung und nicht nur das, es starten auch Popkarrieren. La Fee hat zum Beispiel beim Kitty begonnen oder Michelle von Luttenberger Klug oder die Mandy von Monrose und ich freue mich sehr, dass wir 2 Ex-Kitty-Finalisten hier haben. Begrüßt mit mir Shali und Jakob Semotan. Jakob, du bist in die Geschichte des Kitty Contest als Klassenclown eingegangen. Ja. Ja? Ich kann mal eines sagen, du bist groß geworden. Gott sei Dank. Wie viele Jahre ist dein Auftritt her? Das war 2001, also es sind jetzt 9 Jahre. Schau's dir mal an. Herzig warst du. Herzig. Klein. Klein. Lieb. Und mir gefällt dein Outfit besonders. Die Jacke war nicht cool. Und die Brille, aber die sieht man jetzt nicht so gut, die ist in den Haaren. Schau das dir das an, aber doch unverkennbar. Bei dir im Zimmer war ja. Das? Und beim was für ein Lächeln. Üben. Der Jakob. In der Zwischenzeit warst du in vielen Musical-Produktionen mit dabei, aber jetzt ist sie da, die erste große Hauptrolle. Erzähl mir. Genau, in Camp Rock, das Musical. Mhm. Wir haben Premiere am 25. November in der Stadthalle, in der Halle F. Mhm. Und es ist natürlich eine Riesenehre, weil es ist ein Disney-Musical und es wird halt wirklich, wirklich groß und auf jeden Fall sehenswert, also unbedingt Karten sichern. Ja, wir waren neugierig und wir haben natürlich bei den Proben vorbeigeschaut. Schaut mal. 5, 6, 7, go. Ist das romantisch, Jakob? Toll. Es ist wirklich eine irrsinnig schöne Geschichte, aber leider nicht lang romantisch. Aber verrat nicht mehr. Toi, toi, toi für die Premiere. Man kann sich sie ja gleich anschauen. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Gleich nach dem Kitty Contest läuft der Film Camp Rock 2. Also nicht versäumen, unbedingt dranbleiben. Ich freue mich auch über unseren zweiten Gast, Shali. Hallo. In dem Fall würde ich fast sagen, die nächste nach Michelle, die nächste Luttenberger. Sag mal, wie viele Geschwister kommen denn da noch nach? Einen kleinen Bruder habe ich, der ist 9. Und der bettelt jeden Tag, dass er beim Kitty Contest mitmachen darf. Nicht ernst. Wir sagen, er soll noch ein bisschen warten. Aber er hat das Zeug? Ja, er hat auf jeden Fall Talent. Toll. Dass du Talent hast, das wissen wir, das hören wir. Du hast eine neue Single, die heißt Boy Like You. Und das Video ist cool, schaut mal selbst. Sein. Da darfst du ruhig stolz Dankeschön. Sein. Wirklich toll. Da war eine sehr bekannte Dame, hat da mitgemischt bei deinem neuen Song. Genau, Kesha hat meinen ersten Song geschrieben und wir haben lange überlegt, weil eigentlich wollten wir unsere eigenen Songs alle aufs Album packen. Mhm. Aber dann kam Boy Like You und es hat uns umgehauen und wir haben gesagt, okay, der muss die erste Single werden. Umgehauen hast du auch alle Fans beim Kitty Contest, als du damals dabei warst. Auch ein paar Jahre her, wir haben auch schöne Bilder. Schauen wir mal, das bist tatsächlich du. Ja? Wann war das? 2005. Hübsch. Und so schön geschminkt. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte dazu, gell? Ja, also
Ich habe mit 12 angefangen, die Liebe zur Schminkerei zu entdecken und habe ganz viel immer ausprobiert und habe Eyeliner und Wimperntusche ganz stolz drauf gemacht und bin dann zum Kitty Contest gegangen. Und die Visagistinnen haben mir den gleich runtergemacht und gesagt, nein, du bist noch zu jung dafür. Du hast zu stark geschminkt für dein Alter. Na, jetzt darfst du machen, was du möchtest. Und du machst das sehr gut. Gratulation. Dankeschön. Du hast doch in nächster Zeit viel vor. Es hat auch was mit unserem Kitty Contest Finalisten zu tun. Genau. Also ich bin im Dezember ganz viel unterwegs und habe ganz viele Shows. Und unter anderem spiele ich dann zwei meiner Songs am 18. Dezember in der Wiener Stadthalle beim Kitty Contest Konzert. Genau, weil die Finalisten gehen ab November, ab Ende November auf Tour. Und wie gesagt, am 18. Dezember sind sie in der Wiener Stadthalle und da bist du der Stargast. Sehr geil, dankeschön. Vielen Dank, danke fürs Kommen. Einen Applaus dankeschön. Für unsere danke. Gäste. Viel Erfolg weiterhin. Und bei uns geht es jetzt weiter beim Kitty Contest 2010. Der nächste junge Mann ist 13 Jahre jung und heißt Dominik. Hallo, ich bin der Dominik Schrittesser, bin 13 Jahre alt, komme aus Friesach in Kärnten und mein Lied heißt Bitte mehr Taschengeld. Im Original ist das von Adam Lambert, What Do You Want From Me? So what do you want from me? What do you want from me? Sparschweine Not, die Zahlen sind rot. Ich sehe schwarz, weil die Pleite droht. Das wird sie heim, also mein Leben bringen, das ist super. Meine Mama hat in der Direktion meiner Schule angerufen. Nachher hat der Direktor gesagt, deine Mama hat bei uns gerade angerufen, du bist beim Kitty Contest im Finale. Die haben nachher fast so einen Schrei losgelassen, weil ich so froh darüber war. Mein Lieblingsfach in der Schule ist Pause. Meine Klassenkameraden, die stehen sowieso alle voll hinter mir. Und die haben sogar eine Gruppen auf Facebook schon gegründet, wo eben auch oben steht, votet für Dominik Schrittesser. In Amerika mit seinem Hit zum absoluten Teenie-Idol. Mal schauen, ob es unserem Dominik auch gelingen wird. Er hat auf jeden Fall die Antwort auf die Frage, what do you want from me? Ganz klar, bitte mehr Taschengeld. Bühne frei für Dominik mit Startnummer 06. Ich bin blank und ich habe festgestellt, ich brauche mehr Taschengeld. Auf der Bank, weil dazu die Kohle fehlt. Bitte mehr Taschengeld. Die Wirtschaftskrise hat mich so wie alle voll erwischt. Mein Konto abgeräumt, die Kröten weggefischt. Auch wenn's mich nicht gefällt, ich brauche mehr Taschengeld. Bitte mehr Taschengeld. Drin. Voll krass, mir steht echt das Wasser bis zum Kinn, weil ich pleite wie Donald bin. Thank you.
Dominik mit der Startnummer 06. Dominik, in den letzten Tagen habe ich immer nur gehört, Ma, ist der süß, Ma, ist der lieb. Der Dominik. Wie ist das eigentlich? Ist das jetzt peinlich oder ist das toll, wenn man so angehimmelt wird? Es ist so geil. Also. Ist gut? Ja, es ist super. Du bekommst sicher auch waschkorbweise Fanpost. Sind da vielleicht Liebesbriefe auch schon dabei? Ja. Ja, und? Ja, es tut mir leid, dass ich nicht immer alle beantworten kann, aber... Der Winter ist lang. Heb sie dir auf und so ein bisschen durchstöbern und kannst sie dann später zurückschreiben. Wir haben jetzt Samstag, Ende der Woche, ganz ehrlich. Wie schaut es aus mit dem Taschengeld? Ja, ein bisschen was ist schon noch da. Was. Aber es könnte ein bisschen mehr noch sein. Wo sind denn deine Eltern? Ja, die sitzen... Das hat er doch ganz gut gemacht, oder? Können wir da nicht was machen? Ja, da können wir schon noch was machen. Dankeschön. Dominik, wir sehen uns nachher beim Voting wieder. Bis dahin hast du dein Lieblingsfach. Pause. Dominik, Startnummer 06. Aufregend ist der Kitty Contest nicht nur für die Finalisten und für alle hier im Saal und auch für euch natürlich zu Hause vor den Bildschirmen. Ganz aufgeregt und nervös sind die Eltern. Und ich glaube, besonders aufgeregt ist jetzt die Mama von der nächsten Kandidatin. Und die nächste Kandidatin heißt... Laura. Genau, sie ist 11 Jahre alt und hier ist sie, die Laura. Hallo, ich bin die Laura, bin 11 Jahre alt und komme aus Amalendorf im Waldviertel. Ich singe Ich bleib lieber allein im originalen Fight for the Love von Sheryl Cole. Deswegen bleib ich Kind und bleib hier. Oh. Also ich war schon nervös, aber ich habe mich schon mehr gefreut. Verhauen habe ich mich auch mal, aber sonst, das war schön. Keine sag ich, spinnig sagt mein Bruder und unordentlich sagt meine Mama. Also ich darf gerne Innenarchitektin werden, natürlich Sängerin, wenn es gegangen hat, oder Tierärztin. Die Lisa, sie hilft mir halt immer, wenn ich Probleme bei der Schule habe. Wenn zum Beispiel irgendwer mich verarscht, dann hilft sie mir auch. Wir helfen auch zusammen, wenn irgendwer böse zu einem Mädchen von uns ist, dann sagen wir es ihm alle. Weil ich finde, ich habe geübt und gekämpft, dass ich das dabei sein kann. Oh. Fight for this love heißt das Original von Sheryl Cole. Bei unserer nächsten Kandidatin lautet das Motto, ich bleib lieber klein. Hier ist Laura mit der Startnummer 07. Und
nicht gegen eine Bude wie ein Pizzakarton. Vielen Dank, ich verzichte, auf eure Welt bin ich nicht schau. Täglich rackern und ackern, an so einem Trieb hab ich null Bedarf. Und darum nein, 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 ich bleib lieber klein. Ich seh mich absolut nicht in Odi bereit. Ich will nie ein Erwachsener sein. Ich bleibe hier bis zur Rente klein. Laura mit der Startnummer 07 und ich bleib lieber klein. Liebe Laura. Ganz ehrlich, ein bisschen hilfst der Mama schon im Haushalt, oder? Ja. Was machst du denn da am liebsten? Bügeln? Nein. Geschirrspüler einräumen? Ausräumen? Ausräumen. Ja. Ausräumen ist super, gell? Gut gemacht, hast du ganz toll gemacht. Das Faszinierende ist ja bei der Laura, du hast einen Plan B, falls das mit der Musikkarriere nicht klappen sollte. Was möchtest du werden? Entweder Innenarchitektin oder Tierärztin. Aber warum denn Innenarchitektin? Weil es mir gefällt, Räume zu dekorieren und weil ich auch ununterbrochen mein Zimmer umstelle. Im Moment bist du zufrieden mit deinem Zimmer? Ja. Welche Farbe hat's? Rosa und weiß. Rosa und weiß? Na, eh klar. Der Sessel passt noch gut rein, oder? Ja, der. Soll ich ein gutes Wort für dich einlegen? Na ja, gut, schauen bitte. Wir mal. Das war die Laura mit der Startnummer 07. Dankeschön, Laura. Drei Kandidaten fehlen uns noch. Es fehlt uns noch der Marcello. Es fehlt uns auch noch die Asja. Und die dritte im Bunde kommt aus Stadt Allendorf in Hessen. Es ist die 12-jährige Alicia. Ich heiße Alicia Wojcik, bin 12 Jahre alt und komme aus Stadt Allendorf und singe den Song Ohne Dich im Original von Mehrzat Marashi, Don't Believe. In the time. Ohne dich bin ich wie ein Schiff ohne Meer, so wie ein Menü ohne Dessert. Ich finde, das Wichtigste ist, dass die Leute, die das aufnehmen, auch nett sind, und das waren sie auch, und lustig, weil wenn da irgendwelche Spießer sitzen, die dann sagen, nochmal, dann ist das nicht gut, aber wenn die so lustig sind, wie sie waren, das ist dann cool. Ich bin ein großer Fan von Justin Bieber. Ja, hier habe ich eine Kette gekauft mit seiner Unterschrift, aber die ist drauf gedruckt, nicht irgendwie echt. Hier hinten auch nochmal. Ich liebe ihn einfach. Ich weiß nicht genau, warum die Leute für mich anrufen sollen. Vielleicht, weil ich lustig bin. Ich wiederhole, lustig. Ich mag mich nicht mich selbst loben, also Eigenlob. Eigenlob. Nehmt mir die Fernbedienung, nehmt mir den Computer, nehmt mir alles, bloß nicht die Kette von Justin Bieber und mein Telefon. Don't Believe heißt das Original, Ohne Dich heißt ihr Song. Hier ist Alicia mit Startnummer 08. Als ich heute früh vom Kakaobecher saß, war mir plötzlich klar, man, da fehlt doch was. Nicht da, bist wie vom Erdboden verschwunden. Stellte wie verrückt alles auf den Kopf, schaute unter das Bett in den Suppentopf. Ich hab dich auch nicht im Aquarium gefunden. Ich suchte dich im Altpapier, der Nachbarhund verschluckt. Ohne dich bin ich wie ein Schiff ohne Meer, so wie ein Menü ohne Dessert. Ohne dich fehlt mir was, oh Handy, Handy, Handy. So wie Cinderellas gläserner Schuh, vielen Freunden
Band. Wow, toller Auftritt. Sag mal, Alicia, ganz ehrlich, gehst du? Fanclub, hm? Ja. Gehst du ohne Handy außer Haus? Ja, manchmal. Manchmal. Ja. Und wen rufst du am öftersten an? Meine Freunde. Freunde. Und wenn du die Nummer hättest, dann wahrscheinlich auch Justin Bieber, oder? Ja. Ja. da ist sie. Darf ich sie anschauen? Ja. Das ist die Justin Bieber-Kette. Das ist sie. Also ist schon gemein, dass er nicht wirklich unterschrieben hat, gell? Ja. Ja, aber besser so als gar nicht. Ne? Ja. Aber du warte mal. Bist du noch immer so in ihn verliebt? Ein bisschen noch vielleicht? Ja, ein bisschen. Naja, schau dir mal den Dominik ein bisschen genauer an. Ich weiß nicht, oder? Findet ihr nicht? Freunde. Da ist doch eine Ähnlichkeit. Alicia, ich würde mal einen Blick auf den Dominik werfen. Einen Applaus für unsere Kandidatin mit der Startnummer 08. Gut gemacht, danke vielmals. Der nächste junge Mann steht schon in den Startlöchern und warum sich bei ihm alles um Schuhe dreht, das verrät er gleich in seinem Song. Hier ist der Jüngste im Bunde, er ist der 10-jährige Marcello. Hallo, ich bin der Marcello, ich komme aus Thun und ich singe beim Kiddy Contest Raketenschuhe von Lena Meyer-Landrut. Im Original Satellite. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Voll in Fahrt, will mir da irgendjemand an den Kragen, drück ich auf Start und tippe ab wie ein Düsenjet. Die Audition habe ich so empfunden, sie war spannend. Das Herz hat geschlagen wie auf 1000. Ich war in der Schule und da kommt meine Mama und hat mir gesagt, dass ich bei der im Finale bin. Und dann sind alle meine Freunde und ich ausgerastet, sind mit mir alle hingerannt, Superstar halt. Handball ist ein brutaler Sport, kommt drauf an, in welcher Liga du spielst. Wenn es so ein, sagen, nicht so ein ist, der auf Schmerzen steht, ist das Handball eher weniger geeignet. Ich würde gern gewinnen, aber es ist halt sehr, sehr geil, mit so vielen Kindern zu singen. Und das ist ja schon eine große Ehre. Mega-Hit des Jahres, Satellite von Lena Meyer-Landrut. Und so schnell wie sie Karriere gemacht hat, ist er unterwegs mit seinen Raketenschuhen. Marcello, Superstar halt, mit der Startnummer 09. Ich bin echt ein Phänomen, ich kann nur laufen, kann nicht gehen. Hab nie gelernt, mal still zu stehen, weil ich immer auf die Tube drück. Ich funktioniere mit null Benzin und zische wie ein Pfeil dahin. Das hat seinen Grund darin, dass ich Raketenschuhe hab. Voll in Fahrt, will mir da irgendjemand an den Kragen, drück ich auf Start und tippe ab wie ein Düsenjet. Schneller als der Blitz, ich hab vertraute Raketenschuhe. Angemalt, der Nachbar, der rief wütend halt, hat mir die Schuhe angeschnallt, haut ab mit deinem Affenzahn. Den matten Fleck hab ich perfekt im Gefrierschrank gut versteckt. Doch als die Mama unterm Eis entdeckt, da schalt ich den Zucker ein. Ich bleib los, bis meine Gummi so rauchen wie ein Geschoss. So flieg ich ein und zurück davon. Superman-Labenuss, den häng ich ganz locker ab.
Gott verdammt, was ist geschehen? Kann die Schuhe nicht mehr sehen. Ich ließ sie gestern vor der Türe stehen. Doch heute Nacht hat es geschneit. Jetzt starb ich wie ein Steck durch mitten Neuschnee. Das schmeckt mir nicht. Bei so einem Tempo erwischt man mich. Schneller als der Blitz. Ich will verzaubern der Raketenschuhe. Wenn ich damit mit Überschall blitz, spritzen die Funken, ihr kriegt mich nicht. Marcello! Sturmalarm, die Frisur hält. Zeig mal deine Gummisohlen. Aha, ein bisschen rauchen sie, muss ich sagen. Hast du gut gemacht? Danke. Ganz schönes Tempo, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, in Tulln bist du sowas wie ein Nationalheld. Ja, kann das stimmt. Da ist meine Fangemeinde. Deine Fangemeinde. Ja. Hallo. Seid ihr stolz auf ihn? Ja, hat er wirklich gut gemacht. 10 Jahre jung und du weißt doch schon ganz genau, was du nicht werden möchtest. Du musst nicht unbedingt Popstar werden, du willst auch kein Astronaut werden, auch kein Feuerwehrmann, sondern... Rechtsanwalt. Warum das? Weil ich da vielen Leuten helfen kann und auch ein paar einsperren kann. Einsperren? Aber nicht dich, Kathi, die sperre ich nie ein. Du bist zu schön dafür. Oh, das ist aber lieb, Marcello. Danke schön. Mein Gott. Und übrigens, mit dem Voting... Hab ich nichts am Hut, ja? Also ja, du brauchst dich nicht einspielen, ja? Ich danke dir. Bitte. Applaus für Startnummer 09, Marcello. Neun Finalisten haben ihren großen Auftritt schon hinter sich gebracht. Eine wartet noch darauf. Ihr Puls schlägt höher und höher. Und zwar, es ist der Puls von der 12-jährigen Linzerin Asja. Hallo, ich bin die Asja, bin 12 Jahre alt und ich bin aus Linz und ich singe 100.000 Sterne. Be sure that you're doing good. 100.000 Sterne, Hollywood ruft, wer atmet nicht gerne, VIP-Luft. Es war voll aufregend, wie ich dann eingegangen bin zum Auftritt und es war eigentlich dann auch ein gutes Gefühl, weil ich war eigentlich zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ich gehe schon 5 Jahre in Karate, bin Landesmeisterin und hoffe halt, ja, Karate ist eigentlich mein Lieblingssport. Wir machen meistens aus Pop-Liedern so ein wenig Jazz-Lieder, also wir verdrehen es meistens so. Also I Will Survive zum Beispiel. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Die Welt der Stars, die fasziniert uns alle. Ist schon spannend. Auch unsere nächste Finalistin. Sie träumt zum aktuellen Hit von Monroes 100.000 Sterne. Hier ist Start Nummer 10, hier ist Asja. Ich habe einen riesen Wunsch, dafür würde ich was geben. Will alle Superstars in Hollywood hautnah erleben. Mit Pink auf einen Drink, mit Madonna laufen gehen. In Lady Gagas Haus mal in ihren Schuhen stehen. Besuche Brad Pitt, Planchin mit Rihanna im Pool. Mit Katy Perry nachher dann ein Video drehen. Das wäre doch absolut cool. 100.000 Sterne, Hollywood ruft. Wer atmet nicht gerne, wie ein Pilot. 100.000 Sterne leuchten für mich im Beverly. Shoppen gehen und Robert Pattinson, dem will ich den Kopf verdrehen. Bei der Memoir gibt es nur Party pur bis 0 Uhr. Zac Efron singt mir leise Liebeslieder vor, mit Justin Bieber im Chor. 100.000 Sterne. Für mich in Beverly Hills sind die Stars unter sich.
Ich glaube, du hast auch einen Fanclub mit, oder? Ja. Ich höre da aus einer Ecke einen ganz schönen Lärm. Liebe Asia, Brad Pitt oder Rihanna, welche Einladung hättest du lieber? Von wem? Von der Rihanna. Rihanna? Und yeah. Wer ist denn überhaupt ein Superstar? Beyoncé, Eminem, ja. Oder Katy Perry, finde ich auch super. Wie ist denn jetzt, wenn man jetzt so lange wartet wie du? Du hast jetzt 9 Finalisten gesehen, dann war erst dein Auftritt. Ist es jetzt gut, so lange zu warten oder ist es besser, wenn man gleich dran kommt, dann hat man es hinter sich? Na, eigentlich finde ich es gut, dass ich die letzte war, weil dann bleibe ich ja im Publikum ein wenig länger in Erinnerung und vielleicht voten es dann mehr für mich. Ah, schlau, schlau. Schauen wir mal. Wir haben von der Asia auch gehört, du bist Karatekämpferin, Landesmeisterin, ja. Trainierst seit 5 Jahren. Deine Gürtelfarbe wird nicht blau sein, nehme ich an, sondern? Lila. Gibt es mal den blauen Gürtel? Karate? Ja. Gibt's schon. Ist besser? Davor. Ist davor. Hast du schon. Lila, dürfen wir noch was sehen? Wollen wir noch was sehen? Ja. Ich gehe ein Stückchen auf die Seite, ich mache Platz. Bitte, Asia. Das waren sie also, unsere 10 Kitty Contest Finalisten. Sie haben alle ihr Bestes gegeben und sie haben wirklich alle einen ganz, ganz tollen Auftritt hingelegt. Aber nicht nur die Finalisten. Habt ihr sie gesehen, wie sie geschwitzt haben, wie sie mitgefiebert haben und wie cool sie getanzt haben? Hier sind unsere Tänzer und Tänzerinnen. Einen Applaus für das gesamte Tanzensemble des Performing Center Austria mit Maria Blaus. Dankeschön. Gut gemacht. Vielen Dank. Ich weiß natürlich, ja, sie waren alle großartig, aber am Ende der Show kann halt nur einer oder eine gewinnen. Und wer das ist, das entscheidet ihr zu Hause, ihr mit euren Anrufen. Also passt mal gut auf. Wenn ihr für euren Sieger mitbestimmen stimmen wollt, dann ruft unter folgender Nummer an. Hier kommt sie auch schon. 0820 613 13 und dazu die Startnummer eures Favoriten. Also 0820 613 13 und die 01 für die Selina, 02 für die Tamara bis zur Endnummer 10 für die Asia. Die Voting-Nummern findet ihr übrigens auch im Internet auf kittycontest.com und im ORF-Teletext auf Seite 362. So, jetzt habt ihr mal alles, was ihr braucht. Aber ich habe noch was für euch. Und zwar eine kleine Entscheidungshilfe. Weil vielleicht habt ihr ja schon wieder vergessen, wie gut sie waren. Oder ihr wollt sie einfach nochmal sehen. Hier nochmal alle 10 Finalisten im Schnelldurchlauf. Hokus Pokus.
für euren persönlichen Liebling an. Ihr ganz alleine entscheidet, wer der oder die Siegerin des Kitty Contest 2010 wird. Jetzt frage ich nochmal in die Runde, ist jetzt jemand nervös? Ich glaube schon. Ich glaube schon, kann ich mir gut vorstellen. Die Leitungen sind in wenigen Sekunden geöffnet. Und zwar in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ab jetzt anrufen, mitvoten. Ihr bestimmt, wer als 16. Gewinner in die Geschichte des Kitty Contest eingehen wird. Und zwar entscheidet ihr euch vielleicht für die Selina, dann vergesst nicht die Nummer 01 dazu zu wählen. Oder Tamara 02. Laurin hat die 03. Jessica freut sich über Anrufe unter der 04. Die Paulina unter 05. Und weiter geht's mit unserem Justin Bieber. Mit der 06. Der Dominik. Die kleine Laura 07. Alicia aus Deutschland mit der 08. Der Held aus Tulln mit der 09 Marcello. Und mit der 10 die Asia. Ruft uns an! Ruft uns an! Jawohl! In 20 Minuten werden wir entspannt hier stehen und einen Sieger feiern. Es dauert noch bis dahin. 20 Minuten. Die Entscheidung beim Kitty Contest. Bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Bis gleich! Gut gemacht habt ihr das. Ganz super. Super. Schau, rote Wangen haben wir da, Herzklopfen, Zittrigen. Wer hat denn kleine Schwitzhandeln? Schwitzhandeln, ein bisschen? Assi, du bist ganz ruhig. Ja. Bist du aufgeregt? Ja, das merkt man, gell? Jetzt bei dir geht es wirklich ganz schön. Wie schaut es denn aus? Ihr zu Hause habt ja entschieden, wer heute als Sieger oder als Siegerin nach Hause geht. Aber jetzt möchte ich mal wissen, was glaubt denn ihr? Wer ist denn am besten angekommen? Laura. Die Laura? Laura. Asia? Asia. Ich. Asia. Und was hier? Dominik. Dominik. Jeder. Es kann jeder sein. Das jeder. Laura. So ist es. Es kann jeder sein. Laura. Asia. Gut, wir gehen von vorne wieder an. Schauen wir mal. Vielleicht haben die ja recht, Finalisten. Vielleicht liegen sie auch ganz daneben. Jetzt ist auf jeden Fall mal so, dass wir uns freuen auf unsere heutigen Showgäste. Die haben es auf jeden Fall schon geschafft. Die sind extra aus Norwegen hierher geflogen zu unserer Show. Sie sind seit ihrem Smash-Hit Glow echte Superstars. Einen Riesenapplaus für Madcon! A melody set from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deep in love. Like hell of times, every single day of my life. My God is set for God. Night and day, day and night. Today is the day. I'm gonna put it beside. I'm gonna make you glad. Cause today is the day. I'm gonna lay it down. I'm gonna lay it down. I'm gonna get up so I can get down. I'm gonna let me go in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'm gonna make it down.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Hexenkessel kurz vor der großen Entscheidung beim Kitty Contest 2010. Matt Kahn. Hi, Chavi. Hi, Joe. Oh mein Gott. Okay. Oh, Mom. Hot. Hi. How are you? Fine, thank you. Great song. Alles ist gut. Ja, alles ist gut? Ja. Sprecht ihr Deutsch? No. Okay. What do you think about the performances of our finalists? Wonderful. Wunderbar. These kids are like great. I have one question. Is that Justin Bieber? Oh, no. It's Dominic. It's Dominic. He looks like it. Okay. Yeah. Sorry. Dominic. Okay. Also die beiden sind begeistert von unseren Finalisten, ganz klar. Wie ist es? Have you been singing and dancing in the age of 10 or 12? Me since 12 and him since 13. Aha, ein bisschen später, mit 12, 13 angefangen, aber die kennen also das, wenn man als junger Künstler das erste Mal auf der Bühne steht. Ja, natürlich. There's a new single ahead. Yeah, it is. Tell us. It's a song called Freaky Like Me. So it's just like all these crazy kids, they all just go freaky like when we dance this dance. So the song is Hey, it's freaky. Matt Kahn, thank you for coming. Please take a seat in the Kitty Lounge. Okay. All right, applause for Matt Kahn. Yes. Oh. Jetzt werden die Finalisten unterstützt von den beiden. Ich glaube, das tut ihnen gut, weil wir sind wirklich sehr, sehr aufgeregt im Moment. Für mich sind ja alle 10 Sieger. Die haben wirklich viel erlebt in den letzten Tagen und Wochen. Sie haben sich durchgesetzt, mehr als 2000 haben sich beworben und dann ist es so richtig losgegangen. Es gab eine Audition, eine Pressekonferenz, Tonaufnahmen. Ja, sie haben auch viel geprobt, sie mussten ganz schön schwitzen, aber der Spaß und die Freude auf die Show stand natürlich immer im Vordergrund. 2, 3. Das war Kitty Contest 2010! Bei den Proben sind, dann vergisst man manchmal, dass man Konkurrenz ist. Es ist einfach gut, dass wir beim Kitty Contest dabei sind, weil wenn wir dann wirklich mal Superstars werden wollen, dann haben wir, wissen wir schon circa wie ein wenig. Aber wenn wir jetzt so bei den Proben sind, dann vergisst man manchmal, dass man die halten es nicht mehr lange aus. Nein! Ihr wollt es wissen, ne? Ja! Ja! Gut. Wer ist der Sieger? Wer ist die Siegerin des Kitty Contest 2010? Wir legen los mit den Top 3. Das bedeutet, diese drei, die jetzt gleich zu mir auf die Bühne kommen, haben die meisten Anrufe bekommen. Auf jeden Fall mit dabei ist Dominik! Oh, Dominik! 13 Jahre jung, er kommt aus Kärnten. Frieda, bitte mehr Taschengeld, sein Song. Und er darf als Erster hier stehen. Dominik, was geht denn da gerade ab? Dein Mikro hast drüben vergessen. Das kann passieren. Wir haben so viele, dass wir sofort eines bringen. Der Dominik steht als Erster hier auf der Bühne und darf sich freuen, denn er ist auf jeden Fall einmal in die nächste Runde gekommen. Wie geht's dir? Super.
Hast du damit gerechnet? Na gut, du hast ja vorhin deinen Namen gesagt. Na schauen wir mal, wer soll denn jetzt zu uns noch kommen? Wen wünschst du dir? Also, der Laurin. Aha. Und die Asja. Aha. Gut. Du darfst dir was wünschen. Aber die Zuseher haben entschieden. Ebenfalls unter den Top 3 des Kitty Contest 2010 ist... Lieber Klein, dein Song. Jetzt reißt es sich ganz schön, gell? Nicht weinen. Noch nicht weinen. Durchhalten, Laura. Ich probier's. Probier's das. Na gut, wenn es so ist, dann ist es so. Wen wünschst du dir jetzt noch da? Alle sind super. Alle sind super, aber alle haben keinen Platz. Ja, ich weiß nicht. Lass dich überraschen. Gut. Dann schauen wir nach. Einen Platz haben wir noch. Mit dabei unter den Top 3 des Kitty Contest 2010 ist... So nervös. Wie geht's dir jetzt? Noch nervöser oder schon ein bisschen entspannter jetzt? Kann nichts sagen. Kannst nichts sagen. Kannst nichts. Ich kann's verstehen. Diese drei Kitty Contest Finalisten haben es in die letzte Runde geschafft. Laura, Dominik und Asja. Aber an dieser Stelle gibt es jetzt für alle, und zwar für alle 10, einen riesen Applaus. Auch an die 7 Finalisten in unserer Lounge. Jetzt geht viel in euren Köpfen vor, gell? Gehen wir's an? Wir gehen's an. Hier kommt das Kuvert, frisch vom Notar. Vielen Dank, Heinz. Wer schafft's? Der Dominik schafft's? Die Asja schafft's? Die Laura? Da drinnen steht der Name der Siegerin oder des Siegers. Wer möchte reinschauen? Ich. Habe ich mir gedacht. Hast du gedacht? Laura, ich schau rein für euch. Ich hab's gleich am Anfang gedacht. Okay. Hallo. Hallo. Ich hab's gleich schon gewusst. Okay. Bin ich nicht gut. Der Sieger oder die Siegerin des Kitty Contest 2010 ist... Sieger. Lara und Roman haben im letzten Jahr den Kitty Contest gewonnen. Die übergeben jetzt die Statuette. Lara und Roman, bitte kommt zu mir. Lieber Dominik, komm zu mir. Der Papa ist da. Es gibt mehr Taschengeld. Hallo Lara, hallo Roman. Dominik, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Oh, schau, was du bekommst. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Dominik. Pass auf einmal.
Ich frag dir jetzt einmal gar nichts. Es war es nämlich noch nicht für dich. Du bekommst einen ganz tollen Preis. Und den schaust du jetzt einmal an, okay? Das ist dein Preis. Pass auf. Nur für dich. Hi, I'm Erin McDonald and I can't wait to meet the winners of the Kiddie Contest at my gig in Paris. See you then. Erin McDonald lädt dich ein zu ihrer Premiere bei der Europa-Tournee. Und Dominik, du bekommst ein Flugticket, schaust dir das Konzert an und du bist nachher Backstage bei ihr und kannst mit ihr plaudern. Du kannst es doch gar nicht wirklich fassen, gell? Oh mein Gott. Seid ihr zufrieden mit dem Dominik? Wirklich gut gemacht. Jetzt kommen übrigens alle noch auf die Bühne, die noch dazugehören. Zum Beispiel Dominiks Eltern waren schon da. Norman, Erwin, die Mastermind vom Kiddie Contest. Ohne sie wird es den Kiddie Contest gar nicht geben. Kommt drauf auf die Bühne. Hallo Norman. Hallo Erwin. Und ich habe sie auch schon in Händen, die Kiddie Contest Volume 16. Die gibt es bereits seit gestern überall, wo es Musik gibt. Und da sind alle Songs drauf. Auch der Song von unserem heutigen Sieger, vom Dominik. Gib mir mehr Taschengeld. Dominik, schaffst du jetzt den Song? Du schaffst ihn. Gib mir mal die Statuette. Das war der Kiddie Contest 2010. Wir sehen uns beim Kiddie Contest 2011. Und hier ist der Sieger. Weil ich gerade wie Donald bin.